Servus Freunde, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Landwirtschaftssimulator 2017 auf der Südthüringen-Map. So, ihr seht, was ihr sehen sollt. Oder was wir sehen können. Zum Beispiel die fertigen Rungenlager mit allen Hölzern, die wir bisher geerntet haben, drauf. Eigentlich wollte ich hier ja diverse Palettenlager platzieren. Da hat sich leider rausgestellt, das eine, das große, das Zentrallager, da hat sich das Spiel aufgehangen. Das kleine Lager funktioniert auch nicht. Und das Lager, was ich gestern, das Bretterlager, was ich gestern in 6 Stunden Arbeit probiert habe hinzukriegen, funktioniert leider auch nicht. Deshalb werden wir wahrscheinlich einfach erstmal hier, also wenn wir nötig, den Platz einfach nutzen und die Paletten hier lagern, ohne extra Lager. So, dann können wir hier unseren Masai mal losschicken. Der ist bei Feld 18 und soll arbeiten. Feld 18, 12 Meter Breite, Startposition automatisch. Vorgewende 2. Und der soll hier im Uhrzeigersinn rundherum. Passt eigentlich alles. Der soll hier mal striegeln. Das erleichtert uns nämlich, oder das gibt uns nämlich dann eine Düngestufe. Ist nur am Anfang möglich. Deshalb machen wir das jetzt auch gleich. So. Okay. Und Feldarbeit. Gucken wir mal, ob er das richtig macht. Sieht gut aus. Dann können wir den Kurs hier speichern. Am Ende soll er anhalten. F18 Striegel. Sehr gut. Jetzt haben wir bei Feld 18 eigentlich alles drin schon. Und deshalb gehen wir jetzt mal ganz flott zu Feld Nummer 9. Das ist nämlich jetzt inzwischen zweite Erntereife. Und ich habe hier unsere Fahrzeuge auch schon hingestellt. Hier werden wir jetzt endlich mal Raps ernten. Dazu müssen wir auch hier erstmal Feldrennkurs berechnen. Das dauert einen Moment. Oder auch nicht. Was sind wir denn? Feldrennkurs 9. Ah, den haben wir schon mal berechnet. Dann Abfahrerpriorität nach Füllstand. Startposition aktuelle. Fahrer auf gleichem Kurs 2. Vorgewende müssen wir auch noch einstellen. Machen wir mal 2. Rundherum Uhrzeigersinn, Überspringerei, Fahrzeuge auf selbem Kurs. Gut. Und ab die Post. Moment. Eins muss ich, glaube ich, noch einstellen. Ich muss, glaube ich, noch einstellen, auf welcher Bahn der hier fährt. Der fährt links. Welcher Verband aktiviert? Nächster passender. Ich glaube. Moment, hier müssen wir. Ne, das passt.
Gut. Wenn es passt, sollte der jetzt gleich losfahren. Dann können wir hier mal F9. Wo fährst du hin? Okay. Dreschen. Ich glaube, warte mal, ich muss mal gucken, wie ich das benannt habe. Dreschen VB. F9. Dreschen VB. Verbund. Sehr schön. Dann können wir den hier auch starten. So, und das ging jetzt einfacher, weil wir hier gesagt haben, Kurs kopieren von Lexion. So, Feldrennen. Dann, wo muss ich denn jetzt einstellen, dass der rechts fährt? Der fährt rechts. Ah, Moment, ich kann den noch... Hier, wartet. Fahrzeuge auf selben Kurs, das passt doch. Kurs kopieren. Hä? Ja, rechts. Zwei Fahrzeuge und... Beginnen. Achso, ne. Ich muss das schon auswählen, ne? Ich hält. Der fährt rechts. Zwei Fahrzeuge. Und das war's. Füllstand ist aktiviert. Okay. Dann, Monsieur, viel Spaß. Wir müssen jetzt noch natürlich den Abfahrer einfahren. Dazu müssen wir erstmal den hier positionieren. Damit wir wissen, wo der überhaupt anhalten soll. Ich hoffe mal, dass ich das jetzt flott hinkriege. So. Der startet seinen Kursaufzeichnung beginnen. Er startet seinen Kurs hier. Und dann haben wir schon verkackt, weil wir haben die falsche Rohrposition. Das Rohr auf der falschen Seite. Dun 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 dun. So, nochmal. Und zwar müssen wir... Ne, das ist im Moment, glaube ich, noch egal. Rohr ausfahren.
So. Dann hier eine den Abladepunkt setzen. War das so? Ich hoffe mal. Dann fahren wir weiter. Und beenden den Weg. Und dann müssen wir hier Überladewagen brechen, den auf OK setzen. Und dann müssen wir den speichern. F9 Überladewagen. Müssen wir hier noch auswählen, was der geladen hat? Ich glaube nicht. Automatisch filtern, Drescher suchen auf Feld 9. Dup, dup, dup. Und Abfahrer einstellen. Achso. Entlassen. Oh, natürlich noch. Löschen wir nochmal, dann speichern wir es nochmal. F9 Überladewagen. So, einstellen. Gut. Jetzt hoffe ich, dass das hier funktioniert. Wir gehen mal gerade gucken, ob es schon ein Versuchskaninchen gibt. Und dann müssen wir uns unbedingt noch ums Gras von den Schafen kümmern. Ja, da haben sie nicht so sauber gearbeitet. Wo ist denn der andere? Der ist aber schon weit gefahren. Ich stelle hier mal Abfahren bei 80% ein, weil der Drescher bei der Überladewagen braucht ja auch eine Weile, bis der da ist. Hier würde ich das auch gerne machen. Gut. Also, wir werden uns jetzt mal warte, wir gehen noch kurz gucken, ob uns hier ein Abfahrer entgegenkommt. Der müsste nämlich so langsam mal gestartet sein. Den drin noch nicht. War das jetzt falsch? Ich hoffe doch nicht. Muss ich den? Ah, jetzt bin ich gerade wieder verwirrt, Alter. Wir laden hier mal kurz den Kurs.
brauche einen P. Ich muss einen P setzen. Verdammt! 18 Striegel. Abfahrer einstellen. Der macht ja jetzt hier jetzt einfach weiter. Also, doch falsch. F9 Überladewagen können wir löschen. Ah, ich dachte, ich wüsste inzwischen. So, Kursaufzeichnung. Also P setzen. Auf diese Position. Weiterfahren. Und beenden. Rohrposition, okay. Speichern, F9. Überladen. Rohr einfahren. Das müssen wir nochmal löschen. Überladewagen. Okay. Guck mal, weil jetzt. Hallo? Automatisch findet ihn. Der fährt einfach so durchs Feld. Kann ich das nicht einstellen? Tja, der nimmt halt den kürzesten Weg. Hoffe nur, dass der jetzt nicht mit dem anderen Drescher in die Quere kommt. Wir stehen beide, wenn ich das recht sehe. Das ist okay. Ich fahre hinter Drescher. Was steht denn da? Der Service Container. Ja, wir brauchen nämlich, wie wir gemerkt haben, ja noch einen Ladewagen, damit wir den Tierchen was Gutes tun können. Da brauchen wir keinen Riesenteil. Eigentlich würde sogar der kleine Pöttinger reichen. Oder wir machen andere Ballen. Dum dum dum. Ich würde jetzt sagen, wir lassen das. Wir nehmen einfach den Bergmann hier. Der reicht allemal für eine ganz lange Zeit. Das hier funktioniert. Das ist schön zu sehen. Dann müssen wir noch den anderen mal holen. Ich werde aber gerade mal gucken, ob ich da irgendwas mitnehmen kann.
Weil wir werden später auf jeden Fall dieses Mähwerk hier nicht mehr benötigen. Also doch, warte mal, wir machen das hier so. Und den Schwader werden wir auch nicht mehr benötigen. Und warum? Das seht ihr in einer anderen Folge. Aber deshalb können wir das hier eigentlich alles mal verkaufen. Schafe. Oh. Ja komm, ich fahr den Kurs mal selber. Wir müssen auch was selber machen. So, wir fahren jetzt mal das Mähwerk hier weg und den Schwader auch. Feld Nummer 9 läuft ja soweit. Also brauchen wir uns da jetzt im Moment noch nicht drum kümmern. Oh, wir müssen. Oh doch, wir müssen den einen Kurs noch einfahren. Aber das können wir auch gleich noch machen. Bis der Überladewagen voll ist, dauert ja ein bisschen. So, ich glaube, wir müssen hier rechts. Das sind bestimmt auch nochmal 100.000, die wir hier verdienen. Für einen, wenn ich nur das Frontmehrwerk, das einzelne dran habe, da brauche ich ja keinen Schwader. Brauchen wir ja nicht. Das reicht ja, der Ladewagen kann das ja direkt aufsammeln. Nein! Unser Abfahrer steckte im Verkehr fest. Der hat sich wohl wieder gelöst. Gut. Also, ich möchte euch noch auffordern, falls ihr so lange zugeschaut habt, falls ihr irgendeine Art Palettenlager habt, das auf dieser Map funktioniert. Oder ihr mir eins basteln könntet oder wollt, dann wäre ich euch mega dankbar. Ich habe es gestern wirklich 6 Stunden lang probiert. Und ich bin irgendwann verzweifelt, weil es bei mir auf jeden Fall nicht hingehauen hat, dass ich da so ein doofes, funktionierendes Palettenlager hatte. Ich hatte am Ende ein Lager. Bin ich überhaupt noch richtig? Ja. Ich hatte am Ende ein Lager gebaut, das hätte 88 normale Paletten lagern können. Aber das wollte am Ende eben nicht angezeigt werden. Also ich konnte es im Shop auch anklicken, aber wenn ich es dann angeklickt hatte, dann ist es mir nicht angezeigt worden. Oh, hier leckt's. Ich weiß gar nicht warum. So. So, der erste Lexion hat auch schon die erste Runde gepackt. So, den hier, den Xerion, den müssen wir noch einfahren. Dass er uns nämlich den Raps direkt... Ach so. Doch, der soll uns in den Silo hauen. Weil dann können wir vom Silo aus einen Weg starten. So. Dann hauen wir mal hier das Mähwerk in die Verkaufsstelle. Wenn es reinpasst. Passt nicht. So.
Na, das ist ja... Passt auch nicht. Ich wollte gerade sagen, einparken für Profis. So, und dann fahren wir mit dem hier vom Hof. Vom Shop. Und dann ist auch gleich schon wieder die Folge vorbei. Ist ja schade. Aber dann werden wir mal schnell da hinten den Abfahrerkurs einfahren. Das war, ich glaube, das hier. Abfahren bei 100%. Bei 90 können wir da schon abfahren. So, dann fahren wir den Kurs mal schnell. Dass der da auch was zu tun hat. Fährt hier rüber. Und fährt natürlich auch wieder zurück. Fahrer, der ist leider noch nicht voll. Das heißt, testen können wir das leider nicht. Auf dem Feld hier können wir ja einfach wenden, das ist ja kein Problem. So, und der fährt Raps. Durchläufig unbegrenzt und das ist gut so. F9. Wie habe ich denn immer das genannt? Ich muss immer gucken. Silo, glaube ich. Abfahrer Silo. F9 Abfahrer Silo. Abfahrer einstellen. Naja, komm, wir lassen ihn mal laufen. Sind wir doch schon wieder über die 30 Minuten. Wenn er nachher richtig anhält und hier überall richtig durchfährt, dann funktioniert's.
Und ich glaube, bei unserem Masaferusen habe ich vergessen, das Ende am Trigger anzumachen. So, der fährt gut bisher. Kaum in ordentlichem Pace. Habe ich gut eingefahren. So, jetzt kommt ein kleiner Knackpunkt. Aber da sind wir alle sachte durchgefahren. Hier würde er dann anhalten, hoffentlich zum Abladen. Mal gucken, ob er da auch gut durchkommt. Jawohl. Das hier könnte noch ein Problem geben. Naja, er quält sich durch. Er quält sich durch. Das passt dann schon. Nicht ganz optimal gefahren, aber ist okay. So, dann fährt er die Runde zum Umdrehen. Sollte er hier eigentlich anhalten. Tut er auch. Das Problem, was sein könnte, ist, dass er ein bisschen zu weit nach links steht. Das werden wir mal beobachten. Ich bedanke mich bei euch auf jeden Fall fürs Zuschauen. Und wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Wenn es euch gefallen hat, Like, Abo oder Kommentar. Bis dahin. Ciao.